Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queer's Dynasty. Und heute gibt es mal wieder ein Bullet Journal Setup und zwar für den Monat März. Aber bevor wir den Monat März jetzt gestalten, möchte ich euch gerade noch ein paar Auszüge aus dem Februar zeigen, weil ich euch dazu ja kein Setup gezeigt hatte. Deswegen gehen wir hier mal gerade in das zweite Register. Ja. So, und das hier war mein Deckblatt für den Monat Februar. Beziehungsweise ist, wir haben ja noch Februar. Und zwar habe ich mich aufgrund des Valentinstags für Herzen entschieden, aber auch für Blümchen, Kirschblüten, weil ich halt mir den Frühling herbeigewünscht habe, auch wenn das noch nicht so wirklich funktioniert hat. Dann haben wir hier wie immer meinen Monatstracker und die Monatsübersicht. Ja. Und dann auch schon die erste Wochenübersicht, die zeige ich euch gerade auch noch. Hier lasse ich mit der Monatsübersicht in klein nochmal meinem Mealplan, einem Zielfeld und der Wochenübersicht mit Montag bis Sonntag und hier auch eine Vorschau auf die nächste Woche. Ja, und dann würde ich sagen, wir können auch schon loslegen mit dem März. Ja, also ich habe ja auch schon mal ein bisschen was vorgezeichnet. Und zwar habe ich mich als Motiv für den März für Einhörner und Schmetterlinge und generell so ein bisschen Fantasy-mäßig entschieden. Hier habe ich auch so einen Diamanten hingemalt. Und ich habe auch schon mal den Habit-Tracker und die Monatsübersicht ein bisschen vorgestaltet. Ich habe auch mich für eine andere Schriftart entschieden. Ja, und hier haben wir auch die erste Wochenübersicht. Der Aufbau ist aber gleich geblieben. Ich habe halt nur mal die Schriftart verändert, weil mir mal nach was anderem war von der Optik her. Ja, und dann würde ich sagen, ich lege jetzt einfach mal damit los, dass ich das Ganze mit einem schwarzen Fineliner nachziehe. Und ich lasse euch das Ganze im Schnelldurchlauf laufen, mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Viel Spaß!
Die Outlines stehen parat. Ich habe jetzt auch schon die Bleistiftlinie wegradiert und ich habe vor allen Dingen hier nochmal die Schrift jeweils nachgezogen und das Ganze noch mit Fuchskalligraphie aufgefüllt quasi. Ja, und jetzt geht es auch schon ans Kolorieren. Und zum Kolorieren nehme ich die SIG Watercolor, also Aquarellmarker. Mir auch schon ein paar Farben rausgesucht und einen Wassertankpinsel, weil ich werde jetzt die Farben auf einer Plastikpalette, in dem Fall ist das ein Deckel von einem Joghurtbecher, auftragen und werde das Ganze dann mit dem Wassertankpinsel ausmalen. Ja, und auch hier wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, das Deckblatt ist jetzt fertig gestaltet. Und genau das gleiche mache ich jetzt noch mit den anderen Seiten. Und wir sehen uns dann gleich mit den fertigen Seiten wieder. Bis gleich. So, ich bin jetzt mit dem Kolorieren fertig und ich zeige euch das jetzt gerade nochmal. Das hier ist das Deckblatt. Dann haben wir hier die Monatsübersicht mit dem Monatstracker. Habe ich hier noch meine erste Woche. Und hier am Ende habe ich auch noch meinen Finanztracker. Und das wäre es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.